Aber ich habe das im Internet gesehen und war ganz erstaunt, dass es Geschwister gibt, die sagen, es gibt gar keine Entrückung. Ja? Aber die Gemeinde Jesu ist ja eigentlich kein irdisches Volk, sondern ein Himmelsvolk, ein himmlisches Volk, eine himmlische Berufung. Und Jesus sagt, niemand fährt hinauf gen Himmel, der nicht zuvor von oben herab geboren ist. Ja? Das war natürlich zuerst mal er, aber wir auch. Ja? Wenn wir sein Leib sind, gehören wir dahin, wo auch er ist. Und irgendwann holt er seine Gemeinde ab. Ja? Und wenn man das noch vorausschicken will, die Entrückung ist etwas Großes. Das ist sehr, sehr groß. Stellt euch vor, alle Gläubigen aus 2000 Jahren Christenheit werden in einem Augenblick lebendig und werden mit denen, die übrig geblieben sind, ja, noch leben und übrig sind, gemeinsam mit ihnen aufgehoben in den Himmel, dem Herrn entgegen, in die Luft und werden bei ihm sein alle Zeit. Das ist etwas Großes. Das heißt, überall in allen Dörfern und Städten in Europa und auf der ganzen Welt werden Gräber aufgehen und die Gläubigen werden dann aus den Gräbern auferstehen. Und während Corona haben viele gesagt, ach, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich bin kaputt, ich habe auch Angst, Zukunftsangst, Existenzängste, ich wünschte, die Entrückung käme jetzt bald. Und viele sind natürlich dann in dieser Hoffnungssituation oder Hoffnungserwartung, dass die Entrückung jederzeit und schnell eintritt. Ja? Und da möchte ich gerne mit euch ein bisschen so durch den 1. Thessalonischer Brief durchgehen und warne euch schon mal ein bisschen vorab. Ja? Wir schauen den mal ergebnisoffen an. Ja? Und es gibt halt Geschwister, die sagen, die Entrückung ist vor der Trübsal, die große Trübsal, die noch kommt. Manche sagen, die Entrückung ist nach der Trübsal. Manche sagen, die Entrückung ist in der Mitte der Trübsal. Gibt es unterschiedliche Meinungen. Wir haben das auch in Aachen früher so gehalten. Ich habe möglichst alle drei Versionen vorgestellt und habe gesagt, wählt euch da was aus. Ich bin von der oder jener Version überzeugt und sage euch auch warum. Aber ich möchte gerne, dass ihr alle drei Varianten auch kennt. Ja? Weil ist ja gut, man kennt sich ein bisschen aus in der Bibel. Man kennt vielleicht auch mal eine andere Sichtweise. Beschäftigt sich nicht nur mit der eigenen, sieht auch mal eine andere und hat ein bisschen größeren Horizont auch. Ja? Und zum Schluss wird es so kommen, wie der Herr das will. Ja? Und deswegen schauen wir uns den Text mal an. Manche Aussagen sind, glaube ich, in den Text auch hineingelegt worden, die der Text so nicht unbedingt enthält. Aber wir spüren dem mal so Stück für Stück nach und wandern da mal so durch. Wir fangen mal an in 1. Thessalonicher 4, ab Vers 14. Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesu mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Er meint die Verstorbenen, ja? Denn er selbst, der Herr, der Kyrios, ja, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, das schreibt er zweimal, ja, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden, da ist dieses Wort, ja, the rapture, sagen die Amerikaner, ja, hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander und streitet nicht darüber. Ja, da wird ganz viel gestritten über dieses Thema Entrückung, vor allem Zeitpunkt der Entrückung. Das ist oft ein Streitthema und da, wo ich herkomme, ist das zum Teil so ein kleines Dogma auch geworden, vor allem der Zeitpunkt der Entrückung. Nicht nur die Entrückung, sondern der Zeitpunkt der Entrückung ist das Problem, ja. Paulus hat geschrieben, tröstet euch mit diesen Worten untereinander und wir streiten. Also das, glaube ich, ist schon mal ein Indiz dafür, wo die Christenheit sich da befindet in ihrer Glaubenssituation. Ja? Für die Thessalonicher war das etwas Tröstliches und das soll es auch bleiben. Ja? Aber es ist schon mal interessant, ja, dass Paulus sagt, wir, die wir leben und übrig bleiben, das sind Vers 15 und auch in Vers 17, wir, die wir leben und übrig bleiben, was muss denn passieren, damit man übrig bleibt? Das ist so meine dezente Frage daran, ja? Muss ja irgendwas sein, dass man übrig bleibt. Gut, dann
wechseln wir dann in Kapitel 5 und ich habe euch das hier nur mitgebracht, damit ihr seht, wie viele Parallelstellen zu jedem einzelnen Vers dort angegeben werden. Ja? Da sieht man schon, wie viel darüber diskutiert wird, wie viel darüber gearbeitet wird und was man da so alles auch an Parallelen in diesen Text hineinfügt. Scheinbar ist das eine Passage, die sehr beliebt und bekannt ist wegen dieser Entrückung. Natürlich ist das die Erlösung unseres Leibes, natürlich ist das die Vollendung, wie soll man sagen, des Christus Gottes, des Gesalbten. Ja? Wenn sein Leib ihm entgegengerückt wird und dann Haupt und Glieder vervollständigt werden, dann ist der Christus, der Gesalbte Gottes, bereit, um zu herrschen. Ja? Das ist das, was die Bibel als Hintergedanken da eigentlich hat. Und natürlich warten alle auf die Vollendung auch und freuen sich darauf, Jesus zu sehen und bei Jesus zu sein. Ja? Aber manchmal ist so ein bisschen der Wunsch auch Vater des Gedanken. Aber wir schauen uns einfach die Verse mal an und gehen mal so durch diesen Text dann auch durch. Ich habe den so ein bisschen auseinandergeschnitten, damit man so ein bisschen sich nicht so verzettelt, weil es viel Text ist. Ja? Paulus schreibt von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst gewiss. Und da hadern viele mit und sagen, ach, wären wir doch dabei gewesen, ja? Der Paulus sagt, da muss ich euch nicht schreiben, wann das ist, das wisst ihr ja. Da habe ich ja damals auch mit gesprochen von, als ich bei euch gewesen bin, ja? Ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, also unerwartet. Ein Dieb kommt meistens unerwartet in der Nacht, ja? Unerwünscht, aber unerwartet. Dieser Tag ist aber kein unerwünschter Tag, wenn man so sagen will, ja, sondern eigentlich ein erwarteter Tag. Aber diese Plötzlichkeit, das ist etwas Besonderes. Ja? Ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Kann vielleicht sein, dass es bei euch beim einen oder anderen so steht, dass der Tag des Christus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Aber wir nehmen mal diese Lesart. Ja? Denn ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz eine schwangere Frau, ja, gleich wie der Schmerz, gleich wie die Wehen eine schwangere Frau und werden nicht entfliehen. Also Paulus sagt, dass dieser Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, unerwartet. Die Frage ist, ist der Tag des Herrn, ist das der Tag der Entrückung? Ja, das ist ja die Frage. Was meint Paulus denn mit dem Tag des Herrn? Manche sagen, der Tag des Herrn ist ja ein Tag des Gerichts. Manche sagen, der Tag des Herrn dauert 7 Jahre. Das ist eine andere Meinung, wo ich sage, nö, das ist ja keine Phase des Herrn, ja? Das ist ein Tag des Herrn. Da gibt es bestimmte Gründe, warum man sagt, der Tag des Herrn sind die 7 Jahre Trübsalzeit. Ja, weil man sagt, der Tag des Herrn, der kommt ja erst... Erst kommt der Antichrist und der Abfall und dann kommt der Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn ist auch der Tag des Zornes Gottes und zum Zorn sind wir nicht bestimmt. Deswegen müssen wir nicht in die 7-jährige Trübsalzeit. Und dann konstruiert man sich das zusammen und sagt, der Tag des Herrn ist gar kein Tag, sondern es sind 7 Jahre. Muss man eher sagen, ein Tag sind wie 1000 Jahre. Genau, da könnte ich noch mit, ja, dass man sagt, ein Tag sind wie 1000 Jahre. Ja, dann könnte man sagen, das ist ein Gottestag. Ja, das würde dann 1000 Jahre dauern. Aber der Tag des Herrn ist eigentlich ein Tag, ein ganz bestimmter Tag. Und ich würde mal so, wenn ich das vorwegnehmen darf, würde ich sagen wollen, dass diese 7 Jahre Trübsalzeit nicht der Tag des Zornes ist oder der Tag des Herrn, sondern diese 7 Jahre Trübsalzeit löst den Tag des Zornes Gottes aus. Die Gottlosigkeit, die dann grassiert auf der Welt, führt dazu, dass Christus auf den Ölberg kommt am Tag des Zornes des Lammes. Ja, das wäre eine Perspektive, die ich mir da erlauben wollte. Vielleicht kann ich euch da so ein bisschen mit reinnehmen. Das hat auch einiges an Konsequenzen für das, wie man diese Texte dann verstehen will. Schweizer Theologen sagen, der Tag des Herrn, sagen zum Tag des Herrn, das ist ein besonderer Tag. Ja, nicht nur er, ja, also viele andere auch, ja. Und dann wird Zephania wird zitiert, Zephania 2. Man geht sehr, sehr weit ins Alte Testament, erstaunlicherweise. Ja? Und da steht dann, sammelt euch und kommt her, ihr feindseliges Volk.
Ehe denn das Urteil ausgehe, dass ihr wie die Spreu bei Tage dahinfahrt, ehe denn des Herrn grimmiger Zorn über euch komme, ehe der Tag des Zorns des Herrn über euch komme. Das ist dieser Tag des Zorns, das ist der Tag des Herrn. Und den nimmt man aus Zephania und sagt, also in Zephania steht von diesem Gerichtstag, ich denke, das ist der Tag, an dem Christus auf den Ölberg kommt und die Nationen seine Stadt Jerusalem belagern und Christus dann auf den Ölberg kommt und Antichrist und Belagerer beseitigt und dann sein Reich aufrichtet. Ja? Davon spricht dieser Vers, meiner Meinung nach. Wir sehen gleich, wovon Paulus in 1. Thessalonicher 5 schreibt, der kennzeichnet den Tag des Herrn anders. Aber das wird immer hier zitiert aus Zephania, dass das der Tag des Herrn sei. Ja? Suchet den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut, auf dass ihr am Tag des Zorns des Herrn, da ist er nochmal, ja, möget verborgen werden. Denn Gaza muss verlassen und Askalon wüst werden. Das beziehen manche auf die Zeit heute und sagen, Israel macht das schon ganz richtig damit, Gaza. Israel erfüllt biblische Prophetie. Das finde ich sehr weitgehend. Das finde ich, das geht zu weit, ja. Aber gut, mit der Bibel kann man ganz viel argumentieren, wenn man will. Ja? Gaza muss verlassen und Askalon wüst werden. Ashdod soll am Mittag vertrieben und Ekron ausgewurzelt werden. Weh denen, die am Meer hinabwohnen, dem Volk der Kreter. Des Herrn Wort wird über euch kommen, du Kanaan, der Philisterland. Ich will dich umbringen, dass niemand mehr da wohnen soll. Es sollen am Meer hinab eitel Hirtenhäuser und Schafhürden sein. Und dasselbe soll den übrigen vom Hause Juda zuteil werden, dass sie darauf weiden sollen. Des Abends sollen sie sich in den Häusern Askalons lagern, wenn sie nun der Herr, ihr Gott, wiederum heimgesucht und ihr Gefängnis gewendet hat. Ja? Also das schreibt von einer großen Verwüstung des Landes Israel und der umliegenden Länder und unter anderem auch der Kreta, ja? Da oben Vers 5. Kreta, das ist fast schon Europa, ja? Das ist erstaunlich, ja? Die Inseln. Also das wird als Tag des Herrn beschrieben. Man sagt, seht mal, das ist der Tag des Gerichtes, der Tag des Herrn oder der Tag des Zornes des Herrn. Ja? Und wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Und diese Beschreibung hier beschreibt die 7 Jahre Trübsalzeit. Und diese Trübsalzeit ist der Zorn des Herrn über die Welt. Und da sind wir nicht so bestimmt, wir werden vorher entrückt. Das ist die Argumentation. Ja? Kann man nachvollziehen. Ja? Man beugt dann ein bisschen diesen Tag des Zorns, indem man dann auf diese 7 Jahre Trübsalzeit deutet. Ich habe euch mal so eine Zeitleiste mitgebracht, ja, Alter Bund, Gesetz vom Sinai, dass man vielleicht so ein bisschen Überblick hat über die Heilsgeschichte. Ja. Dann kommt Christus, er wird gekreuzigt, fährt hinab ins Totenreich, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten, ja, das kennen wir mit dem Geist Gottes, ja, als Wolke dargestellt. Und dann fängt die Gemeinde Jesu an, dann kommt der neue Bund. Alter Bund, neuer Bund, ja? Neues Priestertum. Dann kommt die Entrückung, Christus hier vorne, ja? Christus kommt vom Himmel herab. Die Entrückung, die Gemeinde wird aufgenommen in Wolken dem Herrn entgegen. Und Christus holt seine Gemeinde ab, fährt auf in den Himmel. Einige Zeit später kommt der Tag des Zorns, meiner Meinung nach. Dann kommt Christus auf den Ölberg, dann richtet Christus das, was in den letzten 7 Jahren und wahrscheinlich in den letzten 2000 Jahren auf Erden geschehen ist. Ja, dann kommt er nicht als Heiland der Welt, dann kommt er als Zwingherr. Dann zwingt er die Völker unter seine Füße. Ja, das ist sehr heftig, was da steht. Das ist der Tag des Zornes. Dann kommt der Herr und das ist ein Tag, ein ganz bestimmter Tag. Wann der ist, weiß niemand. Ja? Dann kommt Christus wieder auf den Ölberg und zwar mit seiner Gemeinde, Sacharja, Joel. Also muss die Entrückung vorher gewesen sein. Ja? Dann baut Christus, unter seiner Herrschaft soll dieser vierte Tempel kommen, der Tempel von Hesekiel, der steht im tausendjährigen Reich. Nach dem tausendjährigen Reich kommt der große Abfall der Nationen, nochmal ein Abfall der Nationen, Gog und Magog-Krieg, Offenbarung 20. Dann kommt das große Völkergericht vor dem Thron Gottes und dann ist der Übergang von der Zeit in die Ewigkeit. Dann wird Gott eine neue Erde, einen neuen Himmel machen, ja. Dann wird alles neu in Christus, dann ist die ganze Welt durchgerichtet, durchgeordnet, so in groben Linien. Ja? So, und wir haben jetzt diese 70. Jahrwoche, die ist kurz vor, ich sag mal, vor der Entrückung der Gemeinde Jesu, so ist zumindest meine Sichtweise. Diejenigen, die glauben, dass die Entrückung vor der Trübsal ist, die würden die dann hier ansiedeln. Ja? Dann wäre die Entrückung hier, erst kommt die Entrückung und dann fängt die Trübsalzeit an. Man weiß nicht genau, wie groß der Abstand ist, sagen dann die Theologen.
zwischen der Entrückung und dem Beginn dieser 70. Jahrwoche. Man weiß auch nicht, womit diese 70. Jahrwoche beginnt. Manche sagen, die 70. Jahrwoche fängt mit einem Bundesschluss des Antichristen mit Israel an. Weil dieser Bund mit Israel dauert ja 7 Jahre. Ja? Wenn man aber genau liest, dann steht da, der kommende Fürst schließt einen Bund mit den vielen für 7 Jahre. Für eine Woche eigentlich. Ja? Nicht mit ganz Israel, nee, nur mit den vielen. Aber warum steht denn da nicht, dass der kommende Fürst einen Bund mit Israel schließt, so wie es immer ausgelegt wird? Ich glaube, dass Israel zerbricht. Das alte Thema, ja, in Juda und Ephraim. Der Norden trennt sich vom Süden. Heute könnte man das schon nachvollziehen. Das konnte man vielleicht vor 2, 3 Jahren nicht unbedingt. Aber heute sehen wir, dass Israel tief gespalten ist. Zutiefst. So tief, dass nicht einmal ein Mehrfrontenkrieg das Volk mehr eint. Der moderne Norden will mit dem mittelalterlich-talmudischen Süden nicht mehr zusammen sein. Und umgekehrt auch nicht. Ja? Die im Norden wollen nicht unter die Talmud-Gesetze und die im Süden wollen nicht so verkommen und schmuddelig leben wie die im Norden. Und beiden fehlt Jesus. Ja? Und ich glaube, dass Israel nochmal zerteilt wird, dass der Norden sich nochmal vom Süden abtrennt und dass dieser Norden eine unstrukturierte Menge von Leuten ist. Die haben auch überhaupt keine Zeit mehr, ein funktionierendes Staatswesen zu gründen. Judikative, Exekutive, Legislative. Das ist ein wirrer Haufen, der sich nur in einer Sache einig ist, nicht mehr mit denen im Süden. Ja? Und mit denen schließt der kommende Fürst einen Bund. Das sind dann tatsächlich nur viele. Das ist eine unstrukturierte Volksmenge. Das ist nicht ganz Israel. Ja? Dann würde das ja bedeuten, dass dieser kommende Fürst, den man aus Syrien erwarten kann, einen Bund mit dem Norden Israels schließt. Dann wäre es ja ein Bund zwischen Syrien und Ephraim. Genau. Und das haben wir schon mal in der Bibel. Das ist etwas Altes. Das ist der syro-ephraimitische Bund, syro-ephraimitische Krieg. Da schreibt Jesaja von Jesaja 7, da war das damals so. Deswegen müsste man ein bisschen ausholen, bis man hier den Text auch versteht, weil das ist sehr kompliziert, weil hier so viele Linien zusammenlaufen. Aber diesen syro-ephraimitischen Bund, den haben wir schon mal zur Zeit vom König Ahas. Rezin und Pekach. Ja, Rezin, der König von Damaskus, Syrien, und Pekach, der König von Ephraim, Samaria, die machen diesen syro-ephraimitischen Bund und greifen zusammen Juda und Jerusalem an. Und Gott sagt, die werden keinen Pfeil in die Stadt schießen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Ja? Das sind diese Linien, die im Hintergrund sind. Die kennen wir nicht oder zu wenig. Würden wir die besser kennen, würden wir Linien wiederentdecken in den Aussagen von Paulus oder auch in Daniel. Wenn wir wissen, dass es diesen syro-ephraimitischen Bund schon mal gab, wobei Syrien ja auch nicht einen Bund mit ganz Israel geschlossen hat, ja, sondern Syrien hat damals nur einen Bund mit dem Norden Israels geschlossen, dann könnten wir verstehen, wenn Daniel sagt, der kommende Fürst macht einen Bund mit den vielen. Da klingt was an. Israel zerbricht, der Norden ist vollkommen unstrukturiert und dann kommt das, was schon mal war, das kommt in der Endzeit wieder. Deswegen, glaube ich, müssen wir lernen, die Bibel genau zu lesen und müssen Stück für Stück das auch ein bisschen systematisch aufbauen. Heute Abend springen wir natürlich hier mitten rein. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich euch gedanklich da total verliere irgendwo, weil da so viel ist. Ja? Wir gehen da mal durch und dann machen wir nachher so ein bisschen Fragen. Dann könnt ihr ganz wild Fragen stellen und ja, dürft ihr dann, soweit ich kann, beantworte ich die dann auch gerne. Ich versuche das euch nur so ein bisschen nahe zu bringen, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann. Das ist die übliche Lesart, dass man sagt, der Tag des Herrn dauert halt diese 7 Jahre. Ja? Ich glaube aber, dass der Tag des Herrn das hier ist, ja? Dass, wenn Christus kommt. Das ist für mich der Tag des Herrn. Ja? Nicht diese Phase. Niemand weiß, womit die 70. Jahrwoche beginnt. Manche sagen, die 70. Jahrwoche beginnt mit dem Bundesschluss des kommenden Fürsten mit Israel. Ihr wisst jetzt, dass das nicht ganz genau ist, was man da erwartet. Ja? Weil der Bundesschluss ist ja nicht mit ganz Israel, sondern nur mit den vielen. Aber das erwartet man und man sagt, ja gut, wenn der Bund zwischen dem Antichrist und Israel 7 Jahre dauert, dann muss am Anfang dieser 70. Jahrwoche ja der Bundesschluss stehen. Gut, einverstanden. Ja? Aber die Frage ist, löst das dann auch die 70. Jahrwoche taggenau aus? Und das glaube ich nicht. Ich glaube, und jetzt muss ich einfach ein bisschen weitergehen, ja, vielleicht hänge ich jetzt auch manche ab,
Ich glaube, dass die 70. Jahrwoche taggenau mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems beginnt. Die Stadt Jerusalem kommt zum Glauben an Jesus. Und taggenau mit dem Tag fangen diese 7 Jahre, 2x 3,5 Jahre an zu laufen. Weil aber viele von dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems nichts wissen, deswegen weiß man nicht genau, womit die 70. Jahrwoche anfängt. Die wird geradezu damit eingeleitet. Die fängt damit taggenau an zu laufen. Und von da aus kann man auch zählen, bestimmte Tage, bestimmte Fristen. Ich zeige es jetzt gleich noch in der Grafik. Ja. Aber das, glaube ich, ist der Zeitpunkt, wann die 70. Jahrwoche anfängt. Wenn die Stadt Jerusalem wiedergeboren wird, dann wären ja in Jerusalem wiedergeborene Christen. Ja? Wahrscheinlich sind die vorher alle Juden gewesen. Aber ob ich vorher Jude oder Moslem oder Heide war, spielt ja keine Rolle. Wenn ich wiedergeboren bin, gehöre ich zu Jesus. Dann würde das ja bedeuten, wenn die Wiedergeburt Jerusalems noch aussteht und die Menschen, die in Jerusalem, dann, wenn die dann wiedergeboren sind, gehören die ja auch zur Gemeinde Jesu, oder? Ja, natürlich. Werden die denn auch mit entrückt? Ja, natürlich. Warum? Weil die zur Gemeinde Jesu gehören. Ja gut, aber das würde ja bedeuten, dass zumindest bis zum Tag der Wiedergeburt Jerusalems noch keine Entrückung stattfinden kann, weil diese Geschwister uns noch fehlen. Und deswegen sagen viele Pastoren, ach du mit deiner Wiedergeburt Jerusalems immer, ja. Und viele haben mich gefragt, nachdem ich das so kurz erklärt habe, sagt dann einer zu mir, und was ist denn der Haken an der Sache? Sehr qualifizierter Theologe. Und er sitzt mir gegenüber und sagt, was ist denn der Haken an der Sache? Und ich wusste natürlich, was er als Haken versteht. Und ich habe mich so halb entschuldigt und sagt, ja, also ich glaube schon, dass die Entrückung spät ist. Dann guckt er mich an. Das glaube ich auch. Ich sage, das darf nicht, weißt du, wo wir hier sind? Mhm. Aber das glaube ich auch. Ja, also die Stelle kenne ich jetzt nicht in der Offenbarung, ich weiß aber, was du meinst. Steht auch in Daniel, dass er das Opfer abtun wird. Und da müsste man sich ein bisschen mit beschäftigen, also man müsste sich da etwas Zeit nehmen. Auch was Daniel da weissagt. Wenn der Daniel sagt, dass dieser kommende Fürst, dass der das Opfer und Speisopfer abtut, ja, im Tempel, dann meint der Daniel nicht den Antichrist in erster Linie, sondern er meint Antiochus. Das heißt, Daniel hat in seiner Daniel-Prophetie nicht natürlich auch von einem endzeitlichen Fürsten gesprochen, aber er sagt sinngemäß, der Endzeitfürst ist genauso wie der Antiochus. Daniel weissagt im Jahr 550 vor Christus von einem Antiochus Epiphanes, der 170 vor Christus kommt, also ungefähr 400 Jahre später. Das ist der Fokus seiner Prophetie. Davon schreibt er, dieser Antiochus hat Opfer und Speisopfer in Jerusalem abgetan. Warum? Weil da noch ein Tempel in Jerusalem stand, der zweite. Ja? Das heißt, Antiochus ist in die Stadt Jerusalem reingebrochen und hat Opfer und Speisopfer abgetan. Das weissagt Daniel 380 Jahre vorher von Antiochus. Das muss man wissen. Und im Lauf der Prophetie merkst du plötzlich, der redet gar nicht von Antiochus allein. Der springt auf ein endzeitliches Pendant von Antiochus, der dem Antiochus aufs Haar gleicht. Warum? Weil Antiochus 7 Jahre lang regiert hat. 7 Jahre? Die sehen wir doch da oben. Antiochus war eine Vorwegnahme dessen, was in der Endzeit kommt. Antiochus hat 7 Jahre regiert und in der Mitte seiner Amtszeit ist er in den Tempel in Jerusalem eingebrochen, ja, 168 vor Christus, ja, und hat dort den Tempel verunreinigt, das Opfer verboten, Tausende von Juden getötet und wie der Fuchs im Hühnerstall war der. Und er hat 7 Jahre regiert und in der Mitte seiner Amtszeit hat er einen Gräuel der Verwüstung angerichtet. Ja, und diese Phase, die kommt wieder. Nämlich da, wo diese schwarze Phase ist. Das glaube ich. Und deswegen müsste man eigentlich jetzt in Ruhe sich den Daniel erarbeiten. Das dauert aber 2-3 Tage. Ja, dann hätten wir gute Basics. Und mit den Basics gehen wir dann an diese Tempelthematik, 70. Jahrwochenthematik. Weil in der Mitte der 70. Jahrwoche geschieht ja wieder etwas. Da wird ja wieder ein Gräuel der Verwüstung angerichtet. Von wem denn? Von dem endzeitlichen Antiochus.
Und viele sind zu nervös bei der Daniel-Auslegung, ja, und sagen sofort, oh, Daniel hat vom Antichrist geweissagt. Dann sage ich, bleibt mal historisch korrekt. Ja? Das heißt, der Daniel weissagt von dem kommenden Antiochos Epiphanes und macht dann in jedem Kapitel wird das ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Das wird immer deutlicher, bis in Kapitel 11 ein deutlicher Sprung kommt auf diesen letzten König. Der letzte König ist, der dann kommt. Aber eine wichtige Frage, weil es vielleicht ein bisschen zum Verständnis hilft. Diese 70. Jahrwoche, diese 7 Jahre, die gab es schon mal. Wer sagt das denn? Jesus. Wenn ihr sehen werdet den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte, wo er nicht stehen soll, ja, dann wer achte auf den Propheten Daniel. Ja, wer den Propheten Daniel liest, der achte darauf. Warum? Was war denn da im Daniel? War der Titus da schon mal erwähnt im Daniel? Nö. Da gab es kein römisches Reich. Wer wurde denn erwähnt in Daniel, der ein Gräuel der Verwüstung angerichtet hat, hebräisch, ja, aramäisch? Das war der Antiochos Epiphanes. Und den Gräuel der Verwüstung, den findet ihr in Daniel 11, an einer ganz erstaunlichen Stelle, nämlich dieser Gräuel der Verwüstung wird von dem Antiochos Epiphanes aufgerichtet, ja. Moment, ich muss mal gucken. Ja, genau, das ist Daniel 11. Nur wer es aufschlagen will für sich oder wer es notieren will. Daniel 11, Vers 31. Da steht unter anderem vom Gräuel der Verwüstung. Aber diesen Gräuel der Verwüstung hat kein Römer, kein Titus angerichtet, sondern ein Seleukide, ein Diadoche, ein Grieche, ein Nachfolger Alexanders des Großen. Kein Japhetit aus Europa, sondern ein Asiate. Ja? Das sind ganz andere Linien, die wir da haben. Und ihr merkt jetzt schon, wie diese Auslegungen, die sind oft so unscharf. Ja, du hast es eben auch so mit dem Gräuelbild, dieses Gräuelbild, das wird übersetzt. Wie kommt man denn dazu zu sagen, dass da ein Gräuelbild aufgestellt wird? Naja, man hat im Hinterkopf und sagt, der Gräuel der Verwüstung, der aufgestellt wird im Heiligtum, das war der Titus, der hat in Jerusalem 70 nach Christus eine römische Feldstandarte aufgestellt. Und diese Feldstandarte war ein Gräuelbild, ein gräuliches Bild. Dankeschön, ja. Antiochos hat was Ähnliches gemacht. Antiochos hat im Tempel ein Zeusbild aufgestellt und dieser Zeus trug seine Gesichtszüge. Auch Schwein hat er auch geopfert, genau, hat den Tempel verunreinigt mit mehreren dieser Dinge auch, ja. Da gibt es viele, und jetzt wird eine Parallele gezogen von Antiochos zu Titus. Und ich würde aber vorschlagen, was wäre denn, wenn ein Antiochos wiederkommt und kein Titus? Da gibt es Gründe für, merkt ja, wie überall kommen so Verbindungen irgendwo da an diese Stelle ran. Ja? Deswegen, was wir hier machen, und deswegen habe ich ein bisschen Sorge, dass ich euch da so gedanklich da verliere, weil da so viel reinspielt und wir müssten eigentlich den Daniel uns anschauen, wir müssten Jesaja anschauen, wir müssten die 70 Jahrwochen uns mal ein bisschen vergegenwärtigen, wie das gerechnet wird. Wir müssten mal sehen, ob die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus, ob die innerhalb der 70 Jahrwochen liegt oder nicht. Denkt mal darüber nach. Der Engel kommt ja zu Daniel und sagt zu Daniel, 70 Wochen sind verordnet über dein Volk und deine heilige Stadt. Und dann wird A, B, C, D. Ja, das macht er ja. Jetzt nehme ich mal die herkömmliche Rechnung. Dann gehen die 70 Jahrwochen von 445 vor Christus bis zu Jesu Todesjahr, 32 nach Christus. So rechnet man es. Ja? Wann war denn die Zerstörung des Tempels? 70 nach Christus, 38 Jahre später. War da die 70. Jahrwoche schon? Nach unserem Verständnis noch nicht, denn die kommt ja erst noch. Das heißt also, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem liegt außerhalb der ersten 69 Jahrwochen, sogar nach dieser Berechnung. Ja? Nach meiner liegt das noch weiter auseinander, aber ich nehme mal die Rechnung von Libi und Co. Ja? Der rechnet bis ins Jahr 32 nach Christus, dann hört für ihn die 69. Jahrwoche auf. Manche sagen, ja gut, an den Tod Christi, da hat sich dann direkt die 70. Jahrwoche angeschlossen. Rechnen wir noch oben drauf, dann kommen wir von 32 plus 7 ins Jahr 39 nach Christus. Ja? Dann haben wir immer noch 31 Jahre, bis der Tempel zerstört wird. Dann liegt ja die Zerstörung des Tempels außerhalb der Prophetie der 70 Jahrwochen. Dann kann Daniel die nicht gemeint haben. Der Tempel wird aber nochmal zerstört werden, hier in der 70. Jahrwoche. Da wird nochmal ein Tempel Gottes verunreinigt und zerstört. Ja? Und das liegt innerhalb der 70, das ist von der Daniel-Prophetie abgedeckt. Aber die Zerstörung des Tempels durch Titus
kann Daniel nicht gemeint haben, weil er sagt, 70 Wochen sind verordnet über dein Volk und über deine heilige Stadt. Und die Zerstörung des Tempels hat ein Japhetit gemacht. Gott hat so lange gewartet auf die Buße Israels, bis sogar ein Europäer schon in Jerusalem einmarschiert ist und den Tempel zerstört hat. Ich will damit nur sagen, wir haben so viele Vorstellungen im Kopf, die bei näherer Betrachtung plötzlich nicht mehr halten. Und ich mag das gerne. Ich klopfe da drauf und guck, hält das oder zerbröselt das? Und wenn das zerbröselt, reicht mir das nicht. Ich muss ja was an die Stelle setzen. Aber das muss man Stück für Stück, da muss man Johannes 3 anfangen, bei Jesus, Nikodemus, zuhören. Und das entwickelt sich langsam. Ja? Und wir springen jetzt natürlich da mitten rein, wo so viele Linien zusammenkommen. Deswegen habe ich ein bisschen Sorge, wenn du so im Hinterkopf hast, ein Gräuelbild, ja? Die sagen, ein Gräuelbild der Verwüstung. Warum? Weil die im Hinterkopf haben, dass Titus eine römische Feldstandarte nach Jerusalem reingestellt hat. Und in Ergänzung auch Antiochos Epiphanes dieses Zeus-Standbild aufgestellt hat mit seinem eigenen Konterfei. Und dann macht man aus einem Gräuel ein Gräuelbild. Und da, finde ich, geht die Übersetzung zu weit. Aber ja, nur mal so als Anmerkung. So, wenn wir einen Entscheidungsbaum haben und der geht in ganz viele, und ihr habt ganz viele Entscheidungen, ja, und ihr macht 2-3 Mal eine falsche, kommt der ganz woanders raus. Und den Eindruck habe ich, weil wir so ungenau die Bibelstellen nur kennen. Deswegen kommen wir zu so falschen Ergebnissen. Und es ist so schwer, dieses Gestrüpp wegzuräumen, bis man mal zum blanken Kern, zum blanken Inhalt kommt. Ich bin Sachverständige für Immobilien, ja, ich bin darin ausgewiesen worden. Und als wir diese Ausbildung angefangen haben, hatten wir 2 Herren. Einer davon war wie so ein römischer Feldherr, so ein Centurio, so sah der Stuttgarter Mann, ja, also ein kantiger Kopf und also gut drauf. Die haben uns 2 Tage lang nur gefragt, bis wir mal gemerkt haben, dass wir überhaupt keine Ahnung haben. Die haben uns gefragt, was ist denn ein Grundstück? Ich mache euch nur mal ein Beispiel, ja? Was ist ein Grundstück? Da saßen da 30 Architekten, die wussten nicht, was ein Grundstück ist. Dann haben die gesagt, sie sind Architekt, sie wollen Immobilien bewerten, wissen nicht mal, was ein Grundstück ist. Sie kennen nicht den Wirtschaftsgegenstand, mit dem sie zu tun haben. Beschreiben Sie, was ein Grundstück ist. Ja, was ist ein Grundstück? Eine Wiese oder so? Nein. Das ist ein Teil der Erdoberfläche, von einer Linie umgrenzt und unter einer Nummer in einem Lagebuch geführt. Das ist ein Grundstück und es gibt bebaute und unbebaute Grundstücke. Dann haben die uns mal gezeigt und haben gesagt, ihr wisst nicht mal, wovon ihr redet. Das haben die 2 Tage lang gemacht. Da war der Acker vollkommen leer. Da waren jegliche Gewächse waren da raus, ja. Und dann haben die da neu eingesät. Das war klug. Ja, die haben 2 Tage lang uns, was ist denn, ist die Mehrwertsteuer in einem Immobilienwert drin, ja oder nein? Die Mehrwertsteuer sind 20% ihres Wertes. Wenn Sie eine Immobilie mit 20 Millionen bewerten, haben Sie 4 Millionen Delta. Überlegen Sie mal, das ist Ihre Haftungssumme Ihrer Versicherung gegenüber. Ist die Mehrwertsteuer drin, ja oder nein? Welche Mehrwertsteuer? Wo ist denn die Mehrwertsteuer im Wertermittlungsverfahren überhaupt angesiedelt? Was ist denn eine Rendite? Rendite ist ein Entgelt für Risiko. Das waren die Fragen. Und dann sind wir so klein mit Hut da rausgegangen. Und dann waren wir bereit, mal zuzuhören. Dann haben die neu aufgebaut auf dieses saubere Und das war didaktisch klug, ja? Sondern wir kommen jetzt alle mit so einem gewaltigen Halbwissen. Sorry, dass ich das, ich will da nicht prahlen, ja? Ich sage das nur mal so, als ich stelle das nur fest. Und jeder hat so seine Vorstellungen. Und eigentlich muss man immer, wenn so ein Zitat kommt, da mal gegenfragen. Ist der Tag des Herrn denn ein Tag oder ist das eine Phase? Sind das 7 Jahre, ja oder nein? Was meint Paulus denn da mit dem Tag? Wir sind ja noch gar nicht da, ja? Das Haus David und die Bürger Jerusalems werden den sehen, in den sie gestochen haben. Alle sagen, ja, Israel wird irgendwann Jesus anerkennen. Er sagt, steht da Israel? Ja, ja, das steht da. Nein, sage ich, da steht das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Das sind ja nur Jerusalemer Bürger, die da gemeint sind, oder? Ja gut, das habe ich so noch nie gesehen, sage ich genau. Und weil du das so noch nie gesehen hast, deswegen kommt man zu so nebulösen Ergebnissen. Ja? Und das ist mir lieb, wenn das... Einer der Brüder hier arbeitet bei einer Versicherung, ja? Du weißt, wovon ich spreche, ja? Das muss stimmig sein, sonst gibt es da Haftung, ja? Dann passt das nicht, ja? Und das ist mir lieb, dass man das systematisch aufbaut. Und dann wissen wir, wovon wir sprechen auch, ja? Und dann bleiben immer noch genügend Dinge übrig. Ich weiß auch nicht alles, ja? Aber die Sachen, die liegen mir wirklich sehr am Herzen, ja, weil man da sehr viel auch sehen kann dran und wir sollen ja nicht schlafen. Ja. Also ich würde sagen, dass der Tag des Herrn, das ist die Wiedergeburt Jerusalems, das ist jetzt erstaunlich. Dann sagt man, was, wie, Moment mal, Zephania hat doch da einen ganz anderen Tag des Herrn gehabt, der hat ja einen schrecklichen Gerichtstag da gehabt. Ja, aber Paulus meint hier einen anderen Tag. Der Tag des Herrn findet ihr bei Paulus und bei Petrus und bei Zephania und 3-mal meinen die einen anderen Tag. Petrus sagt, am Tag des Herrn werden die Elemente zerschmelzen und vor Hitze zergehen und die Welt wird zerstört werden. Das kann ja nicht der Tag des Herrn sein hier, ja? Da geht die ganze Welt unter.
Zephania meint den Gerichtstag Gottes, wenn Gott auf den Ölberg herabkommt in Christus. Das wird Gericht sein über diese finstere antichristliche Zeit und über das, was Menschen sich da erlaubt haben zu tun. Ja? Und Paulus meint mit dem Tag des Herrn was ganz anderes. Und das schauen wir uns mal an, wenn wir den Text nochmal genau uns anschauen und lesen. Dann sagt der Paulus, von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, und zwar unerwartet. Für wen? Naja, für die ganze Welt auf jeden Fall, aber vielleicht auch für Christen. Könnten wir uns so bescheiden zu sagen, dass wir nicht alles wissen, dass vielleicht manches für auch uns für ganz unerwartet kommt? Ja? Könnte man sich so zurücknehmen vielleicht? Ja? Und jetzt schaut mal, was er in Vers 3 über den Tag des Herrn schreibt. Der füllt das ja mit Inhalt, der Paulus. Der meint, das ist ein ganz bestimmter Tag. Er sagt, denn sie werden sagen, es ist Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Und dann wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie die Wehen eine schwangere Frau. Und werden nicht entfliehen. Das heißt also, Paulus schreibt von einem Tag des Herrn, an dem irgendjemand schwanger ist. Und dann sagt er auch noch, das ist ein Tag, da wird zwar ein trügerischer Friede sein und dann kommt plötzlich das Verderben über eine Frau. Wehen tun weh, deswegen heißen sie auch so, aber sie sind ja ein fröhlicher Vorbote für ein fröhliches Ereignis. Da soll ja jemand geboren werden. Geht's ja um Schwangerschaft. Wieso ist das denn Verderben? So wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen. Jetzt haben wir wieder dieses Bild von Wehen. In Verbindung mit wem? Wer soll denn da schwanger werden? Wer kommt denn da überhaupt in Wehen? Und die Brüder, wenn ihr die hört, dann sprechen die von den Wehen des Messias. Das ist Talmud. Das merkt die evangelikale Welt gar nicht. Die Wehen des Messias, dann wird es ausgeführt. Erdbeben und falsche Messias, Sabbatai Zvi und wie sie alle heißen. Ja, und in der Türkei und wer da so alles als Messias aufgetreten ist, wird dann alles gezeigt. Und dann sage ich, ja, okay, alles einverstanden, Wehen. Ja, aber wer wird denn geboren? Da wird ja jemand geboren. Jetzt ist meine Frage nach den ganzen Themen Wiedergeburt Jerusalems, eine Jungfrau wird schwanger werden, ein Kind gebären. Die Weissagung, immer wenn Jerusalem belagert wurde, weissagen die Könige und Propheten und sagen, die Tochter Zion ist schwanger, die ist in Wehen. Das ist ja das Bild. Könnte es sein, dass Paulus das Alte Testament mal gelesen hat? Ah ja, natürlich. Könnte es sein, dass Paulus aus dem Alten Testament den Thessalonischen Prophetie weitergegeben hat? Das glaube ich aber mal ganz bestimmt. Könnte es sein, dass die vielleicht ihr Altes Testament besser kannten als wir? Das befürchte ich auch. Deswegen, sorry, habe ich so viele Videos gemacht und die Bücher geschrieben, damit man sich ein bisschen im Alten Testament auskennt. Alles, was im Neuen Testament steht, ist schon im Alten Testament drin. Und das, was Paulus den Thessalonischen predigt, ist alttestamentliche Prophetie. Er legt das Alte Testament aus. Also müssen wir mit dem ins Alte Testament gehen. Und wenn wir mit diesem Bild der Wehen einer schwangeren Frau ins Alte Testament gehen, kommen wir nach Zion, nach Jerusalem. Jerusalem wird belagert von einem Heer. Das ist im Syro-Ephraimitischen Krieg gewesen. Das war, als die Assyrer vor der Stadt standen. Hat Hiskia gesagt, ich habe mir das gelesen auch, ja. Die Kinder sind gekommen an die Geburt, es ist keine Kraft da, um geboren zu werden. Das heißt, immer wenn ein Heer Jerusalem belagert hat, weissagen die Propheten davon und sagen, die Jungfrau, die Tochter Zion ist jetzt in Wehen, die hat Angst. Die ist kurz davor, geboren zu werden. Das ist das prophetisch-alttestamentliche Bild. Das haben wir dreimal in der Bibel. Und es wiederholt die Bibel immer wieder. Und diese Verheißung, dass jemand schwanger werden soll, ist Zion geschehen. Jerusalem soll schwanger werden und geboren werden. Und hat schon mal geboren, ohne Wehen gehabt zu haben. Ja? Nämlich vor 2000 Jahren hat Zion schon mal Gemeinde Jesu geboren, zu Pfingsten, vorgestern. Vorgestern. Wir kommen ja gerade vom Pfingsten. Das heißt, die Tochter Zion hat vor 2000 Jahren Wiedergeburt erlebt. War die Stadt da belagert? Nein. Ja, aber das Alte Testament hat immer das Bild, die Stadt Jerusalem wird belagert und dann sagen die Propheten, jetzt ist die Tochter Zion in Wehen. Dann hat Jerusalem ja vor 2000 Jahren Geburt erlebt, ohne dass sie Wehen hatte. Ja, wer hat solches hier gesehen, wer hat solches hier gehört, kann auch ein Land oder ein Volk an einem Tag geboren werden?
So hat denn doch Zion, ja, ist genesen eines Knaben, ehe denn sie die Wehen hatte. Jesaja 66 weissagt von Pfingsten vor 2000 Jahren. Und das Einzige, was ich sage, ist, das wird sich nochmal wiederholen in der Endzeit. Jerusalem wird nochmal isoliert, Israel zerbricht in Ephraim und Juda, Juda wird belagert, Jerusalem wird belagert und in der Belagerung kommt die Tochter Zion in Wehen und wird gebären. Wenn das Bild wäre, was ich vorschlage, ja, ich verteidige natürlich militant, wer da anderer Meinung sein will, habe ich nichts gegen. Das wird der Herr zeigen, ob das so ist oder nicht. Ich bin davon überzeugt, ja, aber ich würde das nicht so militant vertreten, ja. Aber der Paulus sagt, das Verderben wird sich schnell überfallen. Dann würde man verstehen, was der meint. Die werden belagert von einem fremden Heer. Das ist ein Verderben. Die haben Todesangst. Wer? Die Bürger, die in Jerusalem eingeschlossen sind. Die Tochter Zion kommt in Wehen und gebiert. Ja? Das heißt, in Israel wird eine Entspannung eintreten, eine Phase des Friedens. Und das muss auch noch kommen. Nach dem ganzen Raddel, den wir jetzt da unten haben, glaube ich, dass Israel nochmal in einen Frieden kommt. Warum? Weil der Paulus das schreibt. Wie kommt denn der da drauf, dass da ein Friede kommen muss? Das steht im Daniel. Im Daniel steht, dass jemand im Frieden unerwartet kommt und das Reich an sich zieht, nämlich Antiochus. Und im Frieden geschieht das unerwartet. Und ich glaube, dass Paulus auf diese Dinge Bezug nimmt. Denn bevor diese Dinge anfangen, der Antichrist Jerusalem belagert, wird es Frieden werden. Wer sagt es denn? Der Daniel. Und der Paulus zitiert den Daniel hier. Er sagt, ihr Brüder, ihr wisst es doch. Von Zeiten und Stunden, so brauche ich euch nicht, haben wir doch gemacht. Wir haben Daniel studiert. Ihr kennt den Antiochus Epiphanes bestens. Ihr wisst vom Syro-Ephraimitischen Krieg. Ich habe euch Jesaja 7, Vers 14 erklärt. Und jetzt müsst ihr gucken, das hier, das wird alles wiederkommen, weil das im Alten Testament steht. Dieser Friede, dieser trügerische Friede, den hat der Daniel schon vorhergesagt. Für das Kommen von Antiochus. Und macht einen Sprung und sagt, das kommt in der Endzeit wieder. Warum? Weil der Antiochus und der Antichrist, das ist janusköpfig. Das ist ein Tier, das war und nicht war und wieder sein wird. Und das war Titus nicht. Ja? Das heißt also, wir kommen plötzlich hier zu ganz anderen Ergebnissen. Und ich versuche das immer zu begründen und zu sagen, seht mal, das steht ja im Alten Testament. Das sind Stellen, die Paulus hier zusammenführt. Das heißt also, Jerusalem wird von einem Heer belagert und kommt mithin gleichsam in Wehen und kommt zur Wiedergeburt. Das ist das Bild. Und zu Pfingsten habt ihr die Losung gehabt am Montag, es soll nicht durch ein Heer geschehen, sondern durch meinen Geist. Ja, was denn? Na, die Wiedergeburt Jerusalems. Die Wiedergeburt Jerusalems geschieht nicht durch die Belagerung eines Heeres. Die Wiedergeburt Jerusalems geschieht durch Gottes Geist während der Belagerung eines Heeres. Aber die Belagerung des Heeres der Stadt Jerusalem führt die Stadt nicht zur Wiedergeburt. Nur der Geist Gottes kann zur Wiedergeburt führen. Und jetzt bekommt der Vers Sinn. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, nicht durch ein Heer, sondern durch meinen Geist. Was denn? Das hier. Paulus sagt, da kommen nochmal Wehen. Jesus sagt ja auch für die letzte Zeit, dass Wehen kommen werden, oder? Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschreien, teurer Zeit und Erdbeben hier und da und Seuchen und ja, diese ganzen Dinge. Das alles ist der Anfang der Wehen. Ja gut, Herr Jesus, aber wer kriegt denn da Wehen? Die Jungfrau Maria oder das, ja, wer kriegt denn Wehen? Und vor allem, wer soll denn geboren? Was ist das denn für ein Bild, was Jesus da benutzt? Ein alttestamentliches. Alles, was im Neuen Testament steht, steht im Alten Testament. Ja? Ja, ich habe gerade eben schon geblättert hier. Warte mal schnell, will mal schnell gucken. Daniel 11, Vers 21. Da steht jetzt vom Kommen des Antiochus Epiphanes. In den Versen vorher, Daniel 11 von Vers 1 bis Vers 20, hat Daniel die Dynastie der Seleukidenkönige minutiös aufgezählt. 400 Jahre bevor die kommen. Keine römischen Cäsaren, Seleukidenkönige. Stück für Stück, da sind sogar römische Centurios und spätere Senatoren drin erwähnt. Aber der Schwerpunkt liegt auf einem der Seleukidenkönige, auf Antiochus. Warum? Weil der wiederkommt.
weil der 7 Jahre geherrscht hat, das kommt in der 70. Jahrwoche. Der hat in der Mitte seiner Herrschaft den Tempel verunreinigt, das kommt in der 70. Jahrwoche. Der hat einen Gräuel der Verwüstung angerichtet, das kommt in der 70. Jahrwoche. Die 70. Jahrwoche war schon mal und nicht bei Titus, weil Titus außerhalb der 70-Jahr-Wochenordnung liegt. Ja? Das, was wir hier in der 70. Jahrwoche haben, das kommt nochmal. Das heißt also in Daniel 11 von Vers 1 bis Vers 20, hat der Daniel die ganzen Seleukidenkönige minutiös aufgezählt. Und dann kommt er in Vers 21 zu dem Antiochos Epiphanes und da steht, an des Stadt, also an Stadt des Vorgängers, wird aufkommen ein Ungeachteter, welchem die Ehre des Königreichs nicht zugedacht war. Der wird mitten im Frieden kommen und das Königreich mit süßen Worten einnehmen. Luther. Elberfelder steht, er wird unversehens kommen. Fußnote, das heißt mitten im Frieden. Ist das richtig, was ich sage? Hat jemand eine Elberfelder Bibel? Ja, Luther schreibt mitten im Frieden, Elberfelder sagt unversehens. Deswegen wissen die Elberfelder da nicht so richtig. Die müssten jetzt alle Aramäisch, müssten wir lernen. Dann wird es im 2. Thessalonicher nur noch Klack machen bei uns im Kopf. Klack, 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 das sind alles Beziehungen. Scofield Bibel steht unversehens. Ja. Bei mir steht Vers 21, Vers B, mitten im Frieden. Hast du eine Elberfelder, Scofield? Schlachter auch unversehens? Elberfelder Scofield. Ja genau, ist der Elberfelder Text. Wenn jemand eine richtige Elberfelder hat, ohne Scofield Text, habt ihr die Anmerkungen im Fuß. Du hast jetzt die Anmerkungen von der Frau Dr. Wasserzug im Apparat. Wenn jemand eine Elberfelder Bibel hat und unten guckt, ich habe es mir rausgeschrieben, dass ich euch dann nichts Falsches sage. Kann aber auch gerne jemand notieren, ich gucke gleich nach, ich habe die Bibel hier auf dem Laptop, kann ich euch zeigen. Ja, dieses Wort, was da verwendet wird im Daniel, das kann man übersetzen unerwartet, Dieb in der Nacht, oder mitten im Frieden. Ja? Und schade, dass jetzt keiner eine Elberfelder hat, aber ich hoffe, ihr glaubt mir das auch so. Bitte? Du weißt den Vers nicht mehr, Daniel 11, 21. Ist das eine Elberfelder Bibel? Ja, ja. Wie heißt es bei dir? Und an seiner Stelle wird ein Verachter auftreten, auf den man nicht die Würde des Königs legen wird und er wird unversehens kommen. Unversehens, ja? Und hast du eine Fußnote unversehens? Jawohl, die 13, in Sorglosigkeit, das heißt mitten im Frieden. Hab ich recht gehabt? Ich werbe um euer Vertrauen. Nicht, weil ich recht haben will, ich zeige euch, das steht da, ja? Ihr könnt das sehen. Und jetzt sagt Paulus hier, sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Woher hat er das denn? Aus Daniel 11 vielleicht? Und dann kommt plötzlich der Antichrist und der wird die Stadt Jerusalem belagern. Und dann kommt die Stadt Jerusalem in Wehen, weil die glaubt, das Verderben ist sie angekommen. Ein Heer wird sie belagern. Das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Was denn? Geburt. Wer wird schwanger? Kommt in Wehen? Jerusalem. Ja? So bekommt der Vers langsam, und ich weiß, das braucht, ja, das ist jetzt ganz anders, als ihr das immer gehört habt, ja. Und dann, man müsste so viel andere Bibelstudien einfach vorausschicken, um das hier dann auch zu belegen. Und man muss in den Text richtig tief reingehen, ja. Man muss mal eine Elberfelder vielleicht mal parallel lesen. Aber dann sieht man, dass das Linien sind, die Paulus hier zieht. Er sagt, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Das heißt, es wird ein trügerischer Friede kommen. In dem Frieden kommt plötzlich einer, der schon mal war und der wiederholt wird, nämlich der Antiochus. Ja, und dann wird sie das Verderben schnell überfallen und niemand weiß davon. Das ist unerwartet. Die Christenheit weiß nichts davon. Ich will nicht prahlen, aber die Christenheit weiß nichts von der Wiedergeburt Jerusalems. Das wird die Christen überraschen. Die werden sagen, was ist denn jetzt los? Jetzt sind die orthodoxen Juden glauben an Jesus? Nur weil die da ein bisschen von Syrien belagert wurden, in den Bürgerkrieg? Wo steht denn das in der Bibel? Warum hat es da niemand von gesagt? Das kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das kommt unerwartet. Ja? Das ist unerwartet. Und da weiß doch niemand von. Und deswegen, sorry, dass ich das immer wiederhole, ja? Das wird so weggeschwiegen. Man will da nicht wissen von warum. Aus dem Grund, den ich anfangs gesagt habe. Wenn man sagt, die Stadt Jerusalem wird wiedergeboren, dann würde das ja bedeuten, dass in der Stadt Jerusalem noch Gemeinde Jesu ist. Und zwar praktisch der letzte Rest der Gemeinde Jesu noch. Der fing ja an in Jerusalem, ging zu den Heiden und geht am Ende wieder nach Jerusalem, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Ja? Ölbaum, Leuchter, Ölbaum.
Was siehst du dort, Zacharja? Das, was du dort siehst, wird nicht durch ein Heer geschehen oder durch äußere Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Versteht ihr? Es wird plötzlich transparent. Wir verstehen, was das meint, was der Engel da sagt. Das ist was Großes. Und dieser zweite Ölbaum, der fehlt uns. Der zweite Ölbaum steht für die Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit. Warum? Na, weil Jesus sagt, in der Endzeit wird es Wehen und Erdbeben geben. Erdbeben und teure Zeit und so weiter. Das ist der Anfang der Wehen. Kriege und Kriegsgerüchte. Kriege, Verderben, genau. Schnell überkommt das Jerusalem. So schnell, dass Jesus sagt, wenn ihr das seht, dass das Jerusalem angeht, dann lauft, was das Zeug hält. Die Falle schnappt ruckzuck zu und niemand kommt mehr raus aus Jerusalem. Das war nicht bei Titus. Warum? Weil Titus außerhalb der 70. Jahrwoche liegt. Aber das hier, was der Paulus hier schreibt, das liegt innerhalb der 70. Jahrwoche. Das umfasst die Daniel-Prophetie. Und diese Basics muss man eigentlich parat haben. Da muss man vertraut mit sein. Das braucht aber ein bisschen Zeit. Ja? Und dann kommt man auch zu einer anderen Aussage. Dieser Gräuel der Verwüstung, der da im Daniel steht, da steht, bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung. Kennt ihr das? Ja, bei den Flügeln. Eigentlich steht im Aramäischen dort, bei den Flügeln Gräuel der Verwüstung. Da steht nichts von stehen. Da steht nur, das ist eine aramäische Kurzform. Aramäisch ist nicht so exakt wie das Deutsche, ja. Bei den Flügeln Gräuel der Verwüstung, das steht da. Das heißt also, jetzt ist für mich die Frage, bei welchen Flügeln ist Gräuel der Verwüstung? Dann sagen mir die Leute, na, bei den Flügeln des Altars. Das heißt, der Altar hat keine Flügel. Ne, wieso? Nö, der Altar hat Hörner. Ist das richtig? Ja, der Altar hat 4 Hörner. Wer hat den Flügel? Die Bundeslade hat Flügel. Das heißt also, bei der Bundeslade wird ein Gräuel der Verwüstung stehen. Ja, da muss ja der Tempel wieder gebaut werden in der Endzeit. Nee, sag ich, dann spricht man noch von Antiochus. Nicht direkt in die Endzeit springen, nicht so nervös. Ja? Bleibt doch mal ein bisschen gesettelt, bleibt mal in den historischen Vorgaben, die da Daniel auch zeigt. Und dann lernt mal Antiochus Epiphanes und dessen Zeit kennen und was Daniel über den gesagt hat. Und wenn ihr da vertraut seid mit, dann überlegt mal, was da noch kommen wird, weil sich das darauf bezieht. Das geht dahin wieder zurück. Jetzt steht da im Aramäischen steht Kanaf. Kanaf heißt Flügel oder Seitenflügel, Gebäudeflügel. Also Kanaf kann heißen Vogelflügel, Flügelspitze, Gebäudeflügel, Zipfel, äußerster Gewandzipfel ist Kanaf. Oder Hiob sagt bis ans Ende der Erde, Kanaf, das Ende der Erde, ist alles Kanaf. Könnte es heißen, dass in Daniel steht, bis in die hinterste Ecke Gräuel der Verwüstung? Könnte es sein, dass der Daniel sagt, bis in den letzten Winkel, bis in die äußerste Spitze, bis ins hinterste Ende wird ein Gräuel der Verwüstung angerichtet, weil da wird Mord und Totschlag sein, bis in den hintersten Winkel von Jerusalem. Könnte das gemeint sein dort? Das kann ich mir vorstellen. Denn der Antichrist bricht in die Stadt rein, wie Antiochus damals, und meuchelt, was das Zeug hält. Der hat ein Blutbad angerichtet, bis in die hinterste Ecke. Das wäre Kanaf. Ja gut, aber warum übersetzen die denn bei den Flügeln? Naja, ganz einfach, weil die Exegeten dort nicht wirklich wissen, was da gemeint ist. Die verstehen den eigentlichen Kern des Themas nicht. Und dann nehmen die Kanaf, habe ich heute Mittag erzählt, ja, Kanaf kommt 55 Mal in der Bibel vor und 49 Mal wird das mit Flügel übersetzt. Und 3-mal bei Hiob das Ende der Erde und dann heißt es auch mal, am Ende der Zeit werden 7 Juden einen Mann am, oder 7 Heiden einen Juden am Rockzipfel halten. Kennt ihr vielleicht auch die Stelle, ja? Steht auch Kanaf. Und daneben die Übersetzer aus Mangel eines besseren Wissens einfach die Übersetzung, die am meisten genommen wurde, und nehmen die dort auch. Und dann steht da bei den Flügeln Gräuel der Verwüstung. Aber wenn wir wüssten, dass diese Verwüstung, die Antiochus angerichtet hat, wenn das der Gräuel der Verwüstung war, die bis in den hintersten Winkel ging, dann könnte man vielleicht übersetzen, Gräuel der Verwüstung bis in die letzte Ecke. Und das schreibt der Paulus, sie werden nicht entfliehen. Wegen Kanaf. Weil in Daniel steht, diese Verwüstung, die Antiochus angerichtet hat, geht bis Kanaf, bis in die äußerste Spitze Jerusalems. Niemand wird da entfliehen in Jerusalem, die werden alle umkommen. Weil der Antichrist in die Stadt Jerusalem einbricht wie Antiochus und dort meuchelt wie Antiochus. Wen meuchelt denn der Antichrist? Die wiedergeborene Gemeinde Jesu. Denn die Stadt Jerusalem ist ja wiedergeboren worden.
Die glaubt am Ende der Zeit an den Herrn Jesus. In der Mitte der Jahrwoche kommt der Antichrist da rein und tötet die alle. Die kommen alle ums Leben. Und das ist ein Gräuel. Denn hier wird Gemeinde Jesu gemeuchelt. Das ist ein Gräuel in den Augen Gottes, oder? Das ist ein Gräuel. Dieser Gräuel wird nicht aufgerichtet, der wird angerichtet. Da stirbt Gemeinde Jesu in Jerusalem. Ich gebe euch ein anderes Bild. Stellt euch vor, das Land Israel ist aufgebaut wie der Tempel. Ja, ich habe jetzt kein Bild dafür. Der Norden, Ephraim, ist der Vorhof. Manche kennen das von euch, ja? Juda, der Süden, wäre das Heiligtum. Jerusalem, das Allerheiligste. Und der Berg Zion wäre der Opferaltar. Das wäre heiliges Land, oder? Das will ich aber meinen. Dann wäre das Land Israel ja aufgebaut wie der Tempel, ja? Das würde ja bedeuten, wenn Jerusalem dann wiedergeboren wird, dann wäre ja wiedergeborene neutestamentliche Priesterschaft im Tempel. Exakt. Und dann kommt der Antichrist und tötet Priesterschaft im Tempel. Im Tempel Gottes. Ja? Wer hat es schon gemacht? Der Doeg. Haben wir gesprochen von die Tage. Doeg ist ein Vorbild für den Antichrist. Warum? Weil alles, was im Neuen Testament steht, steht schon im Alten Testament. Doeg tötet die Priesterschaft und der Antichrist bricht in diesen Tempel Gottes hinein und tötet alle Wiedergeborenen in Jerusalem. Eigentlich wäre das Land Israel dann bereit, als Tempel Gottes fertig zu sein fürs tausendjährige Reich. Und Priesterschaft wäre im Tempel. Dann könnte ja Christus kommen, das tausendjährige Reich aufrichten. Exakt. Dann kommt der Antichrist und bringt das alles um. Der macht das alles kaputt. Das ist ein Gräuel. Das wäre jetzt ein Gräuel der Verwüstung. Das wäre keine römische Feldstandarte. Und dieser Gräuel wird nicht aufgestellt, der wird angerichtet. Und das geht im Griechischen und im Aramäischen. Das darf man. Jetzt haben wir eine ganz andere Perspektive. Da läuft es dir kalt den Rücken runter, wenn man darüber nachdenkt. Das heißt, das wäre jetzt lest den Vers nochmal. Sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Daniel 11, unversehens. Mitten im Frieden. Deswegen glaube ich, dass nochmal so eine friedliche Phase kommt. Das könnte dann Paulus aus Daniel 11 haben. So wird sie das Verderben schnell überfallen. Warum denn Verderben? Naja, weil die angegriffen werden. Die werden mit dem Tod bedroht. Da kommt ein Heer mit großer Kraft. Ja? Und das war schon zwei, dreimal im Alten Testament. Das war bei Jeremia, das war bei Jesaja, das seht ihr bei Micha, das seht ihr in den Psalmen, das seht ihr in den Königebüchern, seht ihr bei Hiskia, seht ihr bei Ahas. Das ist überall im Alten Testament. Und wenn man den Faden mal hat, findet man das überall in der Bibel. Ja? Und dann wird sie die Wehen überfallen wie eine schwangere Frau. Jetzt verstehen wir. Ach so, das heißt, da wird was Alttestamentliches wiederholt werden, wie das aus Jesaja. Genau. Dann würde Jesaja 7 sich dann nochmal abspielen. Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Ja? Und sie werden nicht entfliehen, weil Kanaf, der Gräuel der Verwüstung, wird nicht bei den Flügeln stehen, sondern bis in die hinterste Ecke gehen. Niemand wird da entfliehen. Jetzt bekommt der Vers einen ganz anderen Sinn. Ich biete das nur an. Wer anderer Meinung ist, ist anderer Meinung. Das wird Gott so führen, ob das so stimmt oder nicht. Ja? Ich bin da felsenfest überzeugt und ich werbe immer so ein bisschen um Verständnis dafür. Jetzt überlegt mal Jesaja 7, Vers 14. Jesaja 7, da ist Jesaja in der Stadt Jerusalem eingeschlossen, zusammen mit dem König Ahas. Jesaja sagt zum König Ahas, du darfst dir ein Zeichen wünschen von Gott. Egal was das ist, es kann im Himmel oder in der Hölle sein. Es kann in der Höhe oder in der Tiefe, egal was du dir wünschst, Gott wird dir das geben. Warum? Weil das, was jetzt kommt, ist so wichtig. So wichtig für die Prophetie Gottes, weil das bis in die Endzeit Auswirkungen hat. Wünsch dir ein Zeichen, der Herr gibt es dir. Und der Ahas, der Depp, Entschuldigung, und das ist noch untertrieben. Nein, ich will den Herrn nicht versuchen. Da sagt Jesaja, reicht es euch nicht, die Leute zu langweilen, müsst ihr meinen Gott auch noch langweilen? Der Herr wird dir selber ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Ja? Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Gutes und Böses zu unterscheiden. Denn ehe der Knabe weiß, Gutes und Böses zu unterscheiden, wird das Land von deren beiden Königen, die er jetzt graut, verödet sein. Das ist die ganze Prophetie. Und wir müssen Prophetie ja ganz lesen, oder? Im ganzen Zusammenhang. Okay, wer war denn der Immanuel? Jesus. Ja? Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Matthäus sagt, Maria wird schwanger und ist als Jungfrau schwanger. Und Maria gebiert Jesus. Der ist der Immanuel. Das sagt Matthäus, ist Gottes Wort. So legt Matthäus Jesaja aus.
Jetzt sagen wir mal, okay, musste denn Jesus eigentlich lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden? Nö. Warum hat denn der Emanuel Butter und Honig gegessen? Weil das Land entvölkert war. Und das Vieh hat so viel Milch und Butter gegeben, dass man sogar Butter und Honig essen konnte, weil das Land so menschenleer gewesen ist. War zur Geburtszeit Jesu das Land entvölkert? Nein. Die haben ja nicht mehr Platz gehabt in dem Gasthof. Da musste ja eine Futterkrippe, musste der Herr Jesus liegen, ja? Das Land war nicht entvölkert. Wurden zur Geburtszeit das Land Syrien und der Norden Israels verödet und zerstört? Nein, warum nicht? Weil es die beiden Staaten überhaupt nicht gab zur Geburtszeit Jesu. Das heißt, die ganze Prophetie, die Jesaja dort an Ahas gibt, ist zur Geburtszeit Jesu nicht in Erfüllung gegangen. Das ging gar nicht, weil Jesus nicht lernen musste, Gutes und Böses zu unterscheiden, weil zur Zeit seiner Geburt Israel nicht entvölkert war und menschenleer. Und weil zur Zeit seiner Geburt das Römische Reich im Land war und kein Ephraim und kein Syrien existierte. Es gab die Provinz Syria, die ist 63 vor Christus im Römischen Reich aufgegangen. Es gab nur Rom. Japhet war im Land. Dieser Teil der Prophetie ist in Jesaja 7 nicht in Erfüllung gegangen. Wann geht er denn in Erfüllung? In der letzten Zeit. Weil sich das alles wiederholt, das kommt alles wieder. Wer wird denn dann geboren? Ein Überrest in Jerusalem. Und der wird sagen, der Herr ist mit uns. Jesus ist mit uns. Das ist dann auch Immanuel, oder? Die müssen erst lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden, weil die müssen im Glauben ja wachsen, wie ihr auch. Wir müssen auch im Glauben lernen, was Gutes und Böses zu unterscheiden. Hebräerbrief, ja? Geübte Sinne braucht man dafür. Nicht der Herr Jesus musste das lernen, aber dieser wiedergeborene Überrest, der muss das lernen. Gibt es denn zu der Zeit, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, wieder Ephraim und Syrien? Naja, Syrien gibt es heute, oder? Das wissen wir alle. Ja, und Ephraim? Nee, Ephraim gibt es noch nicht. Warum denn nicht? Naja, weil Israel noch nicht auseinandergebrochen ist. Ach so, das würde bedeuten, also Israel muss erst auseinanderbrechen, damit es einen Ephraim gibt, das in ein Bündnis mit Syrien geht, einen syro-ephraimitischen Bund macht, wie in Jesaja 7. Ja. Und dann wird die ganze Prophetie in Erfüllung gehen. Ist das Land dann entvölkert? Ja. Die werden auch Milch und Butter und Honig essen können, weil kaum noch jemand im Land ist. Wo sind die denn alle, die Israelis? Die sind in iranischer Gefangenschaft, habe ich gestern gesagt, ja? Denn es wird eine Verwüstung geben. Die Verwüstung wird groß sein. Und die Verwüstung wird bis zum Ende dauern. Und es wird auch noch einen Gräuel der Verwüstung geben. Wann denn? Wenn die Stadt Jerusalem wiedergeboren ist und der Antichrist die Gemeinde Jesu hier tötet. Das ist ein Gräuel in Gottes Augen. Und wenn Christen in Hanoi und in Kambodscha ums Leben kommen und im Iran sterben für ihren Glauben, das ist ein Gräuel. Das ist noch nicht der Gräuel der Verwüstung, aber seit 20 Jahrhunderten läuft das so mit den Christen. Wehe dem, der die Hand an die Christenheit legt. Die Christen sind der Augapfel Gottes. Ist jetzt nicht unser Thema, ja? Ich will euch nur sagen, da kommen so viele Linien zusammen und vielleicht können wir jetzt diesen Vers, es ist Friede, es hat keine Gefahr, Daniel 11, so wird sie das Verderben schnell überfallen, weil die angegriffen werden. Wie die Wehen eine schwangere Frau, weil Zion dann in Wehen kommt. Und es wird niemand entfliehen, weil dieser Groll der Verwüstung Kanaf bis in den letzten hintersten Winkel gehen wird. Das wäre eine Version, wo ich sage, das ist für mich Tag des Herrn bei Paulus. Und dieser Tag des Herrn, da kommen wir dann morgen zu, der wird in 2. Thessalonicher 2 wieder aufgenommen. Und dann sagt Paulus da nochmal was zu. Und das ist eine andere Perspektive, als wir die bisher gehabt haben.